So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Tiny Island. Ich starte mal wieder gleich direkt mit einem PvP-Kampf, weil ansonsten kann man das nicht wirklich einplanen in der Mitte vom Video. Ich war am Wochenende den Tränen nahe und ich übertreibe nicht. Warum? Das werde ich gleich noch erzählen. Jetzt heißt es bisschen konzentrieren. Es gab ein Update, paar Bugfixes. Jetzt hat man hier auch einen Erläutern deren Ladescreen und yo. Also nicht immer das Zahnrad oder Zahnrad. Wie nennt man das Lenkrad vom Schiff? Heißt das Lenkrad Steuer, wie auch immer. So, das Teil da eben. Boah, wie jedes Mal beginnt der Gegner. Der ist höher im Level, das heißt, der hat... Oh, ich hasse diese rote Attacke. Yo, mach nur, natürlich. So. Alle Totenköpfe mal wegmanövrieren. Natürlich hat er jetzt oben den Vierer, den er nicht macht. Warum machst du den nicht? Das weiß ich nicht. Ich habe hier noch einen Vierer. Läuft bei mir. Mache ich sie so oder so? Ich mache sie so. So, das ist dumm. Und es ist mir echt aufgefallen. Irgendwie, es hat keinen Sinn, wenn man sich neue Items... Also es hat schon Sinn, aber man wird dadurch im PvP nicht stärker. Es zählt nur, wer ist im Level höher. Mehr zählt dann nicht, irgendwie. Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, aber... Ich bin da noch nicht dahinter gekommen. Ich bin mir sicher, der Spieler ist höher im Level. Und yo... So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was hat er gerade gemacht? Verdammte Lotte. Keine Ahnung. So, einfach irgendwas machen. Ich hoffe, er... Nein, er macht jetzt einen blauen. Oh, das habe ich nicht so bedacht. Vielleicht war das seine Taktik und jetzt basht er mich weg. Ja. 1300. Genau das ist die Sache. Ich hasse dieses Pro-Kristall am Feld, dass irgendwas passiert. Oh, das war auch dumm. Aber die Bombe hat schon getickt. So, das ist echt sehr nervig. Pro weiterem Kristall. Ich kann ja nichts Gutes machen hier. So, alle Kokosnüsse jetzt. Baut sich bestimmt für ihn was Gutes. Ich hoffe, kein Vierer irgendwo. Nö. Aber für mich könnte mal ein Vierer kommen. Wäre ganz nice one. Ich muss die roten wegmachen, weil ansonsten... Vernichtet er mich und stampft mich in Grund und Boden. Das gefällt mir gerade nicht so. Ja, hier doppelt. So, jetzt kann er natürlich einen Totenkopf machen. Ja, ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Boah. Er treibt mich in die Enge. Ich brauche jetzt einen Lauf. Ich brauche einen Vierer und dann noch was und dann noch was und dann noch was und dann noch was. Und dann habe ich irgendwann vielleicht gewonnen. So, das möchte ich mir auch holen. Einerseits das und dann gibt es noch was. Regeneriert so und so viel pro grünem Stein am Feld. Wenn ich das mache, kann er einen roten... Nein, kann er nicht. Doch, kann er. Der Mann kann. Wenn er das wieder baut... Ja, ich wusste es. Dann vernichtet er mich. So, doppelt. Dreifach, vierfach. Fünffach. Oh, nein. Ja, explodier. Du bist dumm. Oh. Ah, komm schon. Ja, was hast du für ein Glück, Mann. Ich bin dran. Ich musste doch aussetzen. Ach, das endet, wenn... Nein, ich musste aussetzen. Nein, ich hab noch 9. Ich hab noch 9. Wenn ich das mache, hat er einen Vierer. Oh, komm schon. Ja, natürlich hat er das Glück. Ach, hier unten wäre auch einer gewesen. Oh, Mann. Wow, dieser fette Bonus. Dieser fette Bonus. Hat nicht mal gereicht zum Level-Up. Schade. Naja, das
man gewinnt immer gegen die, die niedriger sind und verliert gegen die, die höher sind. Doch wenn ich gegen den gewonnen hätte, hätte ich bis zu 500 Ehre oder noch mehr bekommen. So, übrigens. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier, ich kann keine Nachrichten ansehen. Ich habe schon alles probiert. Cache leeren, neu laden, aktualisieren, dies, das. Geht leider nicht. Ist schade, aber ist so. Ja. So, okay, so viel dazu. Da konnte ich leider nichts machen. Und jetzt werde ich hier weitermachen, während ich die Geschichte erzähle. Also, ich habe so gespielt, ich war am Wochenende. Jawohl. Wieso kann ich so nicht gegen den Gegner anfangen? Vor allem, er fängt an und ist im Level höher. Ich finde, das könnte man so machen. Genau. Der, der im Level niedriger ist, sollte beginnen. Das ist ja nur fair, oder? So wie früher immer, der Jüngste beginnt. Bei den Brettspielen war das ja auch so. Also das ist schon, das könnte man auf jeden Fall machen. Der, der den Malus hat von den Items her und vom Schaden, der sollte beginnen, auf jeden Fall. Alles andere wäre unfair. So, genau, also hab so auf der App gespielt, bisschen im Freien nebenbei. Ich wollte nur meine Herzen wegmachen und dann im Zug auch. So, und dann kam's. Dann kam es. Internet war natürlich immer weg, weil im Zug wählt sich das Netz immer 10-mal ein und keine Ahnung was. Hast du nicht gesehen? So. Und dann habe ich gekämpft gegen so einen ganz normalen... Hier. Nicht Zähnezeiger, irgend so einen Gegner eben. Und was ist passiert? Er war tot. Und... Hier, es war so 0... Aber es ging noch weiter. Ich konnte spielen und konnte spielen und konnte spielen und hatte irgendwann 200 Münzen. Und es ging einfach nicht zu Ende. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nirgendwo hin. Ich konnte das nicht wegklicken. Ich konnte mich zwar ausloggen und so, aber es ging einfach nichts. Boah, endlich neue Schuhe. Ich wollte mir schon fast welche kaufen. So. Ich konnte nicht aus diesem Kampfscreen hinaus. Und dann habe ich... ganz verzweifelt am Montag im Forum oder am Sonntagabend im Forum gefragt, hey, hat jemand Rat und so, weil da gab es schon mal einen Thread dazu, wo ein anderer Spieler genau das Problem hatte. So, und dann hat mir Micha 79 geholfen. Boah, ich war so endlos froh darüber. Es gibt hier eine Flagge, Spiel aufgeben. Dann verliert man zwar, aber das war mir in dem Moment vollkommen egal, weil ich hatte echt schon Angst um meinen Account. Dass der irgendwie jetzt verbuggt ist und ich nie wieder spielen kann. Boah, ich war schon den Tränen nahe, wusste nicht, was ich machen soll. Das war der Horror für mich. So, Moment, wie mache ich das? Ich mache es so. Ich war echt so richtig am Verzweifeln. Das ist vor allem noch so gut versteckt hier von dieser Pflanze oder was auch immer das sein soll. Muss man erstmal entdecken, sowas. Also, wenn jemand diesen Fehler hat, dass er nicht aus dem Kampf rauskommt, obwohl er schon gewonnen hat, muss man eben einen Lose hinnehmen. Verdammt, jetzt... Nein, hat er doch nicht. Muss man einfach hinnehmen und ja. Genau. Und jetzt funktioniert zum Glück alles wieder. Ist zwar trotzdem doof, weil dadurch habe ich 2,5 Tage verloren. Ich konnte nichts machen. Keine Herzen verspielen, keine Duelle, kein gar nichts, obwohl ich wollen würde, hätte haben sein werden. Bisschen schade, jetzt bin ich extrem zurückgefallen. Ich war schon Platz 35 oder so in der Rangliste und jetzt bin ich, weiß ich gar nicht, 100 irgendwas. Und ja, das ist eben... Aber egal, ich meine, man hat ja nichts davon. Man bekommt keinen Preis, wenn man in der Rangliste irgendwie oben steht oder so. Also... Von daher, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Ich hatte eben jetzt... Ich wollte dich noch nicht besiegen. Ich wollte noch ein paar Kokosnüsse. Ey. Ey, ey, ey. Ziemlich unfair. So, jawohl, ich wusste doch, warum ich keine neuen Items kaufe. Ich bekomme sie einfach so bei den Dungeons. Yo. Da tut sich nichts. Ziemlich schade. Oh, und dann hatte ich noch einen Kampfmoment. Piratengrotte 103 bin ich jetzt. Oha. Aber vom Level her bin ich einer der niedrigsten. Das sind hier 30er, 32, okay, 24 auch mal.
So, es gibt ein Epic, ob ich da jetzt jemanden finden werde. Ich habe mir da auch gedacht, weil ich mache sehr viele Duelle so über den Tag. Moment, der hat das. Das ist so heftig, wenn man das als episches Item hat. Oha, genau, was ich mir gedacht habe, ich zeichne einfach alle Duelle so auf, ohne jetzt zu kommentieren, wenn ich einfach nur so spiele ohne Video. Und wenn ich mal irgendwas extrem Video-Vorzeigwürdiges habe, dann kommentiere ich das nach, weil das war ein Kampf, ich bin nicht drangekommen. Ich bin nicht einmal drangekommen. Der hatte einen Vierer von dem Roten, dadurch 1000 irgendwas Schaden mehr für 3 Runden. So. Und dann einen Vierer Totenköpfe. Ich war weg. Ich war weg vom Fenster. Ich konnte nicht mal zwinkern, ich war nicht mal dran. Das war heftig. Also Epics sind auf jeden Fall heftig. Und dann habe ich mir noch was gedacht. Wenn das Level rein theoretisch keinen Unterschied macht, hebt man sich für Duelle einfach Low-Level-Epics auf, oder? Müsste man ausprobieren. Keine Ahnung, ist jetzt nur so eine Idee von mir. Jo, so. Leider extrem gesunken, aber das... Wenn ich mal ein paar PvP-Kämpfe hier wieder mache, dann steigt man ja schnell. Nur die ersten hier setzen sich extrem ab, aber... Boah, das ist schon einiges. Schiff Nummer 28, yo. Yo, yo, yo. Banana Joe. Okay. So viel dazu erstmal. Ich kann wieder spielen. Gott, bin ich froh. Und dann geht es einfach beim nächsten Mal weiter zur Welt von Tiny Islands. Klar, Schiff machen! Klar zum Entern!